zweiter Teil zu den Kundschaftern des Friedens hier im Buch Kundschafter des Westens, Verlag Edition Ost. Nochmal zum Inhalt. Die Vorwortautoren, zwei Generale, die beiden Chefs, welche die Hauptverwaltung Aufklärung, HVA des MFS hatte. Die Herausgeber, zwei Oberste aus dem gleichen Hause. Die Autoren, über 30 Personen, die im westlichen Sprachgebrauch die Bezeichnung Top-Spione trugen. Es waren Wissenschaftler, Politiker, Journalisten, Diplomaten, Verfassungsschützer und andere integre Staatsbürger, die sich irgendwann als Idealisten entschlossen, die Geheimnisse der einen Seite an die andere weiterzugeben. Es herrschte kalter Krieg und sie waren davon überzeugt, den Frieden sicherer zu machen. Wenn ihre, also die westliche Seite, nicht das verführerische Gefühl militärischer Überlegenheit hätte. Nie zuvor in der Geschichte hat sich eine derart große Gruppe von Kundschaftern oder Spionen kollektiv zu Wort gemeldet. Sie berichtet selbstbewusst über ihre Motive, Handlungen und Erfahrungen und auch jene, die sich in Gefängnissen sammeln mussten. Also ganz bekannte Spione wie Topaz, Günter Guillaume, Klaus Coron, Gabriele Gast, Dieter W. Feuerstein, Klaus von Rausendorf schon zitiert und so ist die ganze Liste hier. Und jetzt das Vorwort. Dies ist ein außergewöhnliches Buch. Außergewöhnlich, weil es von Kundschaftern der unsichtbaren Front geschrieben wurde, die hinter der Frontlinie des Kalten Krieges kämpften. Die Verfasser der nachfolgenden Beiträge waren den Gefahren und Risiken eines Krieges tatsächlich ausgesetzt. Auch wenn dieser Krieg nicht mit konventionellen Waffen geführt wurde. Den heißen Krieg, das Inferno, den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, war das oberste Ziel des Außenpolitischen Nachrichtendienstes und der Militäraufklärung der DDR, für die sie tätig waren. Wir kennen keine vergleichbare Publikation, weder in Ost noch in West, in der sich eine derart ansehnliche Zahl auch bislang kaum bekannter Teilnehmer dieser großen Auseinandersetzung der Nachkriegszeit zu Wort gemeldet hat. Das Besondere der Beiträge, die Autoren schildern für sie bedeutsame Erlebnisse des Kundschafterdaseins, sie beschreiben ihre Gefühle bei Erfolgen wie auch bei Niederlagen. Selbst für uns, die wir viele der Autoren während unserer aktiven Zeit im Dienst persönlich kannten, ist etliches neu, aufregend und spannend. Es berühren sowohl die äußere Dramatik als auch die innere, die sie mit ihrem Einblick in das Innerste, dem Blick auf die Motive für ihr Handeln offenlegen. Wir erfahren so, warum sie trotz vieler Anfechtungen und Schwierigkeiten zur Erfüllung ihres Auftrages fähig waren. Sie sahen in der Deutschen Demokratischen Republik eine Alternative zur restaurierten Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wollten mit ihrem Einsatz persönlich zur Erhaltung des Friedens und zur Bewahrung und Festigung einer sozialistischen Entwicklung in der DDR beitragen. Keiner, der dafür mit voller Hingabe und hoher Professionalität tätig war, braucht sich dessen zu schämen. Hier äußern sich Frauen und Männer, die aus politischen und ideologischen Motiven handelten und dazu auch heute noch stehen. Sie äußern sich stellvertretend auch für jene, die aus verschiedenen Gründen nicht oder noch nicht an die Öffentlichkeit gehen wollen oder können. Dazu haben in erster Linie die aus unserer Sicht rechtswidrige Strafverfolgung, anhaltende Diskreditierung, Diffamierung und gnadenlose soziale Ausgrenzung beigetragen. Im Gegensatz dazu wurden Spione westlicher Dienste voll rehabilitiert und finanziell für ihre Tätigkeit belohnt. Diese Ungleichbehandlung widerspricht aber anerkannter völkerrechtlicher Praxis. Ungeachtet der Gründe für unterschiedliche Reaktionen auf die Idee für dieses Buchprojektes, gehören unsere Hochachtung und unsere Dankbarkeit uneingeschränkt allen früheren Kundschaftern, egal für welchen Bereich sie tätig waren. In freundschaftlicher Verbundenheit werden wir an ihrer Seite stehen. Wir verurteilen den Verrat durch einige unserer ehemaligen Mitarbeiter, der bei Autoren und am Buch nicht beteiligten Aufklärer zu hohen Freiheitsstrafen führte. Wie gesagt, der eine Richter hat über 500 Jahre
Gerichtsurteile verhängt, insgesamt über 1000 Jahre, und die bundesdeutschen Spione, die hier in der DDR spioniert haben, die sind alle straffrei ausgegangen und deswegen eben keine Wiedervereinigung, sondern eine Übernahme, Einvernahme, wie auch immer. Den Autoren, den Herausgebern der Arbeitsgruppe Aufklärer der Gesellschaft für rechtliche und humanitäre Unterstützung e.V. sowie der Gruppe Kundschafter des Friedens e.V. ist für das Gelingen dieses Werkes zu danken. Unterschrieben von Werner Großmann und Markus Wolf. So, das war's zu diesem Buch. Habe ich noch nie gelesen gehabt. Habe jetzt erstmals darüber berichtet im zweiten Teil. Kann das nur sehr empfehlen. Ich habe noch mehrere Bücher dazu, aber vielleicht zu gegebener Zeit. Grüße an die Freunde des Sachsenkanals. Glück auf!